Dogecoin steigt wieder. Was steckt eigentlich dahinter? Willkommen zur Kryptoeule. Hallo, liebe Zuschauer. Was steckt hinter dem erneuten Aufschwung von Dogecoin? Ist es etwa ein Elon Musk-Tweet? Ist es? Wake, baby, wake up. Ist es wieder Zeit? Hat er es wieder getan? Lass uns direkt reinschauen und schauen wir, ist Elon Musk daran schuld? Elon Musk, wir sehen, er ist ja immer aktiv, was bei Dogecoin passiert eigentlich. Und ja, 2. Juni hat er ein Bild von ihm als Kind gefunden. Und ja, er als Doge, ja, wissen wir Bescheid. Und sonst ist es eigentlich recht ruhig geworden um ihn mit Dogecoin. Aber warum hat er jetzt am 2. Juni dann seit längerem nochmal etwas gepostet? Was ist der Auslöser? Was ist daran schuld? Und ist das vielleicht der Grund, dass Dogecoin jetzt wieder nach oben steigt? Schauen wir mal auf den Kurs und gucken mal, was meine ich eigentlich mit es steigt? Was ist da los? Und wir sehen hier im 4-Stunden-Chart, sehen wir, es geht definitiv nach oben. Wenn wir jetzt mal hingehen und sagen, wir hier vom 1. Juni 6 Uhr morgens bis zum aktuellen Kurs reden wir von 33%, ja, so zwischen 33 und 35%. Und warum ist das jetzt schon wieder nach oben? Ist da schon wieder was gepostet worden? Haben wir festgestellt? Nein. Hat sonst jemand was gepostet? Ich habe nichts gefunden. Nein, es ist was ganz anderes. Und zwar Coinbase Pro listet Dogecoin. Ja, es ist soweit. Dogecoin kommt zur größten Börse Amerikas. Und hier der Artikel dazu. Dogecoin is launching on Coinbase Pro. Starting today, Tuesday, June 1. Also man kann seit dem 1. Juni Dogecoin zum Coinbase Pro Account transferieren. Und dann trading will be begin on or after 9 a.m. Pacific Time. Tuesday, June 3rd. Ja, June 3rd, beziehungsweise Juni der 3., der ist heute, ja, und 9 a.m. Pacific Time ist bei den Amerikanern, beziehungsweise bei den linken Amerikanern auf der Karte gesehen, alles was links ist, ist ja die Pacific Time, da ist es 9 Uhr morgens, wo dann das Trading beginnt. Und wann ist das in Deutschland? Weil es ja ganz links ist, müssen wir 9 Stunden drauf rechnen, das heißt heute ab oder nach 18 Uhr ist es dann möglich, auf Coinbase Pro Dogecoin zu traden. Ja, Dogecoin, sind wir ehrlich, hier noch so ein paar Eckdaten, was für Möglichkeiten wird es geben. Dogecoin USD, Dogecoin BTC, Dogecoin Euro, Dogecoin British Pfund und USDT. Ja, dann bin ich sehr gespannt, was da los ist. Hier kann man noch ein bisschen was zu Dogecoin lesen, wie man sieht. Ja, richtig viel. Dogecoin ist ja auch recht schnell erklärt. Und ja, dann ist es natürlich abzuwarten, wann es dann auf normalem Coinbase kommt, also wann es dann richtig auf normal Coinbase zu kaufen gibt. Aber in der Regel war es immer so, dass Coinbase Pro vorgelegt hat, also der Backend von Coinbase, und danach ist es auf den Frontend gekommen. Weil, wir müssen auch ehrlich sein, auf Coinbase Pro kannst du natürlich auch einfach deine Dogecoin kaufen, indem du eines der genannten Währungen hinsendest, Euro, Dollar, USDT, BTC und so weiter, einfach hinsendest und dann Dogecoin kaufst, und diese kannst du ja wieder wegtransferieren. Also somit ist es ja wie eine normale, sage ich mal, wie eine normale Börse, nur halt, dass du selber der Market Maker bist und nicht wie bei Coinbase, dass du jemanden beauftragst und dadurch etwas mehr Gebühren bezahlst. Ja, das ist der Unterschied zwischen einem Frontend und einem Backend. Ja, ich denke, jetzt sind wir wieder alle ein bisschen aufgeklärt, warum Dogecoin steigt. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.